Hey, guten Morgen, Church. Schön, dass du dabei bist. Willkommen beim Online-Gottesdienst. Heute fahren wir weiter in der Predigtserie Hallo Nachbar und wir haben das Vorrecht, von Werner Häusler zu hören. Ich möchte noch kurz für den Gottesdienst beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Und ich bitte dich einfach, bereite unsere Herzen vor auf das, was jetzt gleich kommen wird. Dass Werner zu uns sprechen kann, dass wir das aufnehmen können und umsetzen können. Ja, Herr, ich danke dir einfach für deine Gegenwart, deine Liebe, deinen Frieden, den wir spüren dürfen heute Morgen. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Hey Church, willkommen zum zweiten Teil von der Serie «Hallo Nachbar», wo wir uns anschauen, wie wir in einer natürlichen und echten Art und Weise unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn können zum Glauben führen oder mit ihnen unseren Glauben teilen. Und ich glaube, wenn wir von Gottes Liebe und Gnade verwandelt worden sind, dann möchten wir auch, dass wirklich unser Umfeld, dass andere Leute die gleiche Liebe und Gnade und Freiheit erfahren, die wir selber erfahren haben. Die Frage ist nur, wie machen wir das, ohne andere zu verschrecken oder sie sogar zu verärgern? Und ich glaube, für viele Christen ist das Thema einschüchternd vielleicht oder sogar herausfordernd. Aber mit dieser Serie möchten wir einfach ganz simple, praktische Wege aufzeigen, wie wir Menschen können lieben und segnen, dort, wo wir sind, und zwar ohne komisch zu wirken. Und die Bibel erwähnt so oft, dass wir unsere Nächsten oder unsere Nachbarn sollen so lieben, wie wir uns selber lieben. Und dass wir Leute, die mit uns unterwegs sind, lieben und segnen, ist Gott so wichtig, dass er sogar ein Gebot daraus gemacht hat. Das heisst, es ist keine Option für Gott oder für uns. Es ist kein Extra für uns, sondern etwas, das jeder Christ machen soll. Im Jakobus 2,8 steht Folgendes: Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Und ich liebe es, dass es da steht, das königliche Gesetz. Weil das Gesetz kommt nicht einfach von irgendjemandem, sondern von Jesus selber, vom König von allen Königen. Und wenn wir unsere Mitmenschen lieben und segnen, dann handeln wir gut und richtig, wie es da steht. Und wie wir auch letzte Woche vom Pastor Ed gehört haben, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und das Versprechen von Gott an Abraham, der geht von Generation zu Generation zu Generation bis zu uns. Und der Segen wird auch nach uns weitergehen. Amen. Und in dieser Serie werden wir uns konkrete Wege oder 5 Wege anschauen, wie wir Menschen um uns herum können lieben und segnen. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, dass es wichtig ist, mit Gebet zu starten. Dass wir für unser Umfeld, für konkrete, spezifische Leute beten. Am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft. Dass Gott auch Gespräche erlaubt oder ermöglicht, wo wir können wirklich in Beziehungen treten, in Freundschaft treten mit den Leuten. Und heute fahren wir weiter in dieser Serie mit einem zweiten Punkt, und zwar zuhören. Und wenn du einen Titel brauchst für diese Predigt, das heisst «Einfach nur zuhören». Einfach nur zuhören. Wir leben in einer Welt, die nicht unbedingt gut ist im Zuhören. Wir sind viel mehr dafür interessiert, unsere Meinung zu teilen, unsere Perspektive zu teilen, aber nicht unbedingt die Meinungen von anderen Leuten zu hören. Auch wenn wir nicht am Reden sind und jemand anderes mit uns am Reden ist, dann warten wir einfach, bis wir den Moment haben, um
das sagen, wo wir die ganze Zeit am Denken sind, während die andere Person am Reden war. Wir möchten, dass die Leute unsere Probleme, unsere Anliegen hören, aber so selten nehmen wir uns Zeit, um anderen Leuten wirklich zuzuhören. Ihre Freuden, Fragen oder Anliegen. Und wenn wir uns dann Zeit nehmen, dann sind wir meistens abgelenkt. Vielleicht, Tim, kannst du kommen und ich möchte euch einfach kurz aufzeigen, wie das abläuft. Oder wir haben jetzt ein Gespräch, Tim. Mhm. Hey Tim, wo bist du in der Ferien gewesen? Ich war in der Sommerferie in Spanien. Ah, cool. Genau, und was hast du gemacht? Barcelona, genau. Ah. Ich bin wahrscheinlich musst du das SMS fertig schreiben. Du kannst im Fall weiterreden, ich höre dich. Ja, von Barcelona schauen, genau. Und das Meer ist wirklich schön. Ja, ist gut. Hey, in dem Fall bist du in Frankreich gewesen. Mega cool. Und wo bist du denn gewesen? Mhm. Ja, nein, in Spanien bin ich gewesen, genau. Sorry. Ja, okay. Ja, in Barcelona. Wie lange denn? Für eine Woche. Okay. Ja. Hey, Martin, das Lied, das du gesungen hast am Anfang, wie heisst das Lied? Ah, ja, das ist ein mega cooles Lied. Ja, hey. Sorry, ja? Ja, genau. Eben, und dann bin ich ans Meer, meine Freunde sind noch dabei gewesen, genau. Yeah. Haben wir so wie einen Roadtrip gemacht und so. Meine Bitcoins sind am Aufgehen, muss ich noch etwas verkaufen. Und dann sind wir noch in ein Restaurant etwas essen und das ist im Fall mega. Oh, hey, sorry, ich muss im Fall gerade wieder gehen. Okay. Sorry, gell? Okay. Hey, tschüss. Nein, ist hey, danke Team, gell? Mach's gut. Und so läuft's ab, oder? Ich glaube, es ist wirklich so, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir sind garantiert mal der gewesen, der nicht zugelassen hat. Oder vielleicht sogar auch der, der ignoriert worden ist und sich gefragt hat, wie der Team, hey, was ist mit dem Typ los? Oder was ist mit dir los? Du hörst mir nicht zu. Und wir werden schnell abgelenkt von unserem Nattel vielleicht, von anderen Leuten, von unseren eigenen Gedanken oder sogar Sorgen. Wir sind wirklich nicht gut im Zuhören. Und ich predige zu mir selber heute. Aber wenn wir Leuten helfen wollen, dass sie verstehen, wie fest das Gott sie liebt, dass es eine Absicht gibt in ihrem Leben, dass es Bedeutsamkeit gibt in ihrem Leben, dann müssen wir lernen, einfach nur zuzuhören. Und das ist eine enorme Herausforderung, Church, in unserer Zeit. Mit so viel Lärm um uns herum. Es gibt so viel Gerüche, so viel Gespräche, so viele Meinungen, News, alles gleichzeitig. Aber wie fest hören wir, was um uns herum passiert? Es gibt einen grossen Unterschied zwischen hören und zuhören. Und für so viele Leute macht genau das Zuhören aus, dass sie das Gefühl haben, sie sind geliebt. Zugelost werden ist für viele die Art und Weise, wie sie wissen, hey, ich bin geliebt. Unser Sohn, der Levi, er ist 2,5 und er redet viel. Und manchmal, wenn er mich sieht, sobald er mich sieht, dann fängt er an zu erzählen, was er gemacht hat am Tag. Und ich muss dann vielleicht wirklich ein SMS fertig schreiben. Und er ist aber am Reden und dann kommt mir etwas in den Sinn und dann frage ich meine Frau, Gisela, etwas, hey, was machen wir an diesem Tag oder so. Und er ist am Reden und dann schaue ich sein Gesicht und sein Ausdruck ist, hey Papi, du hörst mir nicht zu. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dort bin mit ihm auf dem Sofa und er hat meine volle Aufmerksamkeit und er mir erzählt von seinen Hot Wheels Autos und wie er spielt mit dem und wie cool das ist auf dem Spielplatz war und ich ihm wirklich zulasse, ohne Ablenkungen, dann hat er einen anderen Gesichtsausdruck. Und er sagt mir sogar, hey Papi, ich habe dich so gern. Er weiß, er fühlt sich geliebt. Er weiß, er ist geliebt. Und genau so ist es mit den Leuten in unserem Umfeld, Church. Wenn du Nachbarn hast, wo du den Namen von ihnen gar nicht kennst, wie willst du ein Segen sein für sie? Red mit ihnen. Nicht einfach, hey, wie geht's dir? Ah, tschüss. Nein, bleib einen Moment stehen. Red mit ihnen. Wenn ein Arbeitskollege durch eine schwierige Situation geht, hey, fokussier dich nicht nur auf die Arbeit. Du kannst vielleicht mit ihm zum Mittag essen oder mit ihm einen Kaffee trinken und dann ihn fragen, wie es ihm wirklich geht. Weil Zuhören baut Vertrauen. Und Vertrauen baut Freundschaft. Und die Leute sind wirklich interessiert, über den Glauben zu hören, vor allem von Leuten, die sie als Freunde sehen. Und du kannst keine Freundschaften bauen, ohne zuzuhören. Es gibt eine Studie von der Barna Group in den USA. Und sie sind der Frage nachgegangen, was ist dir wichtig, wenn du mit jemandem
über Spiritualität, über spirituelle Sachen möchtest reden. Und die häufigste Antwort war, dass mir jemand zulässt, ohne Vorurteil zu haben oder mich zu verurteilen. Krass, oder? Das Problem ist, dass es heutzutage sehr schwierig ist, in dieser Art zuzulassen. Mit allem, was in unserer Welt passiert. Mit stark entgegengesetzten Meinungen zu allen Themen. Mit der Cancel Culture, wo wir Leute ausschließen, die einfach eine andere Sicht haben. Wir werden schnell beleidigt, weil jemand einfach eine andere Meinung hat. Und wir nennen alles persönlich an. Wow, du denkst so, dann lade ich dich nicht mehr zu meiner Geburtstagsparty ein, weil du anders denkst als ich. Hey, lass uns einfach mal zulassen. Das heisst, fokussierte Aufmerksamkeit schenken. Und was ganz krass ist an dieser Studie, ist, dass sie auch herausgefunden haben, dass 2/3 von denen, die sich jemanden wünschen, die ihnen ohne Vorurteil zulässt, die sagen, dass sie niemanden kennen, der so zulässt. 2/3 von denen. Und genau dort, Church, haben wir eine riesige Chance, ein riesiges Potenzial, auch als Church ein Ort von Verständnis zu sein, ein Ort von Einheit und auch vom aktiven Zuhören. Weil Jesus war der ultimative Zuhörer. Es gibt so viele Stories in der Bibel, wo wir sehen, wie er mit Menschenmengen unterwegs war, wie er zu den Massen predigt hat, aber gleichzeitig hat er sich auch Zeit genommen, um die Leute in die Augen zu schauen und den Leuten, den einzelnen Individuen, seine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich möchte einfach mit euch eine kurze Story von Jesus anschauen. Und die finden wir im Lukas 18, Vers 35 bis 40. Da steht Folgendes. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und betete. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Jesus war unterwegs zum Passafest. Und die Stadt Jericho war eine der letzten Stationen vor Jerusalem. Das heisst, Jericho war in dem Moment voll von Leuten. Voller Menschen, voller Lärm. Es war ein Chaos in dieser Stadt. Es war viel los. Stell dir vor, Bürkliplatz an der Street Parade oder Maienzug vor oben in Aarau, in der Altstadt. Ganz viel Leute. Voll. Und mitten drin ist der blinde Mann am Strassenrand. Jesus war bekannt in dieser Gegend. Und er war bekannt für seine Heilung und für seine Wunder. Und der Blind hat bestimmt auch über ihn gehört. Und sobald er weiß, das ist Jesus, der hier vorbeiläuft, in dieser Menschenmenge, ich muss etwas machen. Und darum schreit auch der Mann so laut, wie er nur kann. Und die Leute um Jesus herum, die haben ihn wegschüchen. Hey, sei still, wir machen hier etwas Wichtiges, gang weg, gang aus dem Weg. Aber der Blind hat nur noch lauter und lauter geschrien. Und Jesus hört ihn, zumindest in all dem Chaos. Und was er dann macht, ist ganz erstaunlich, weil er bleibt stehen. Die Bibel sagt, dass er stehen bleibt. Kannst du dir das vorstellen? Die ganze Masse von Leuten ist durch Jericho am Laufen. Mega viele Leute, mega viel Lärm. Jesus hört jemanden am Schreien und er bleibt stehen. Und Jesus war ja wahrscheinlich im Zentrum von dieser Menschenmenge. Und dann ruft er den Mann zu sich. Die meisten von uns haben ein riesiges Problem mit dem Bleibenstehen. Warum? Weil wir wichtig sind, oder? Wir müssen Sachen erledigen. Wir müssen die Welt retten mit unseren AirPods an. Und währenddem, dass wir einen Podcast hören oder unsere Lieblingsmusik, wir müssen die Welt retten. Und ich predige zu mir selber immer noch. Aber Jesus nicht. Jesus haltet an und er schenkt dem blinden Mann seine volle Aufmerksamkeit. Und dann passiert etwas Merkwürdiges. Jesus stellt ihm eine Frage, und zwar im Lukas 18, 40 bis 42.
Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus: Was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Du sollst sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Krass, oder? Aber Jesus weiß ja alles. Hätte er ihn jetzt müssen fragen, was der blinde Mann von ihm will? Hätte Jesus den Moment dramatischer machen wollen? Hätte Jesus gewusst, dass vielleicht einmal die Serie «The Chosen» produziert wird? Ich glaube eher, dass es etwas Tieferes vom Charakter von Jesus zeigt. Er hat wollen, dass der Mann die Sicherheit hat, dass er als erstes geliebt ist. Jesus hat ihm wollen auf Augenhöhe begegnen. Er hat nicht einfach wollen annehmen, was er braucht, sondern er hat wollen wirklich vom blinden Mann direkt hören, hey, was brauchst du wirklich? Er hat ihm nicht einfach gesagt, schau, das ist das, was du brauchst, komm, sei gesegnet, du hast ein Wunder, Punkt, tschüss. Sondern Jesus hat genau wollen zuhören, was will jetzt der Mann von mir? Gutes Zuhören fängt mit guten Fragen an. Und Jesus stellt ihm eine Frage, er hört die Antwort, er hört die Antwort und dann weiss er, wie genau, wie spezifisch, dass er den Mann muss segnen. Und so oft denken wir, dass wir wissen, was die Leute um uns herum brauchen. Wie oft bin ich in einem Gespräch mit meiner Frau über vielleicht etwas, das nicht so gut abgelaufen ist in der Woche oder mit dem Kind. Und währenddem, dass sie am Reden ist, dann bin ich schon am Lösungen erarbeiten. Am Recherchieren, am Schauen, was oder wenn der perfekte Moment ist, um sie zu unterbrechen und dann meine Meinung und meine Ideen zu bringen, weil ich ja die Antwort weiss und ich brauche einen Output. Ich brauche To-Do's nach einem Gespräch. Und dann sage ich, hey, stopp, Giselle. Ich glaube, wir müssen das und das machen und dann wird es erledigt. Das ist cool. Und sie schaut mich an und sagt, hey, was ist mit dir los? Ich will keine Lösung von dir. Ich will einfach, dass du nur zuhörst. Ich bin mir sicher, wir können da eine Lösung finden, aber zuerst lass mir einfach nur zu. Nicht so bei Jesus. Jesus hat sich Zeit genommen, um zuerst zuhören. Er war der ultimative Zuhörer. Als er mit den Fischern unterwegs war, über was hat er geredet? Über Fisch. Über Fische. Als er mit den Bauern unterwegs war, über was hat er geredet? Was hat er für Themen gehabt? Über Saat und Ernte und über den Boden. Jesus war immer voll aufmerksam und dabei mit den Leuten. Dort, wo er war. Und er hat auch gewusst, wie zuhören. Und die Tatsache ist, wenn wir den Leuten zuhören, dann fühlen sich die Leute wertgeschätzt und geliebt. Aber vielleicht sagst du, ja, aber wir haben doch als Christen etwas Wichtiges zum Erzählen. Ja, hey, wir haben die beste Botschaft der Welt. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dort gestorben ist, dass er den Tod überwunden hat, dass er auferstanden ist, damit wir das ewige Leben können haben. Wow, klar, das ist die beste Botschaft der Welt. Wir haben die Antwort. Aber was ist genau die Frage? Wir müssen mit Zuhören anfangen, damit wir verstehen, was Leute in unserem Umfeld für Fragen haben, für Anliegen haben. Es gibt ein Buch, das «Die sieben Wege zur Effektivität» heisst. Und dort, einer der sieben Wege ist folgendes. Erst verstehen, dann verstanden werden. Zuerst verstehen, dann verstanden werden. Und die Bibel sagt es ein bisschen anders. Sagt sie so im Sprüch 18,2. Für einen Dummkopf ist es unwichtig, ob er von einer Sache etwas versteht. Er will nur überall seine Meinung sagen. Autsch, oder? Lass uns nicht die Church sein von Dummköpfen. Im Ernst. Lass uns wirklich Leute tatsächlich kennenlernen. Nicht immer mit dem Gefühl haben, dass wir etwas sagen müssen, sondern einfach zuhören. Der Apostel Paulus ist ein super Beispiel für das. Wir lesen in der Apostelgeschichte, wie er nach Athen reist. Und er wollte dort die gute Nachricht bringen. Er hat gewusst, das ist die beste Botschaft der Welt. Und Athen war damals das Zentrum von all diesen neuen Ideen und Philosophien. Und es war vermutlich nicht unbedingt einfach für Paulus, dort mit dem Evangelium durchzubrechen. Aber was wir sehen, ist, dass er sich Zeit genommen hat, zuerst, um die Stadt, die ganze Stadt, zuzuhören. Er wollte Menschen zuerst beobachten, wie sie ticken, wie sie sind.
Er hat die Synagoge besucht, er war aber auch auf dem Marktplatz immer wieder. Er hat einfach mit Leuten geredet, er hat zugelassen, er hat einfach Gespräche geführt mit Leuten. Er wollte die Stadt kennenlernen. Er hat alles über die Kultur und über die Gesellschaft von Athen gelernt. Und dann ist der Stadtrat aufmerksam worden auf den Paulus. Und dann ist er auch eingeladen zum Stadtrat, um etwas zu erzählen. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte 17, 22 bis 23. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren, und begann: Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkünde ich euch. Wie krass ist das? Paulus macht dann eine unglaubliche Predigt. Und du kannst das nachlesen in der Apostelgeschichte 17, dann bis zum Schluss. Er erklärt den Leuten im Stadtrat das Evangelium in einer maßgeschneiderten Form für sie, sodass sie das verstehen können. Und wir lesen, dass einige Leute dann den Paulus ausgelacht haben, aber wir lesen auch, dass einige Leute zum Glauben gekommen sind an diesem Tag. Unter anderem Dionysos und Damaris ist auch zum Glauben gekommen an diesem Tag. Ihre Namen sind dort aufgeschrieben. Wie cool ist das? Wie krass ist das? Der Paulus hat zuerst einfach zugelassen. Er hat einfach beobachtet und dann hat er die Möglichkeit bekommen, in der einflussreichsten Plattform von Athen zu reden, sein Maul aufzumachen. Zuhören führt nämlich manchmal dazu, dass wir die Gelegenheit bekommen, um etwas zu sagen. Und ich glaube, die Strategie, die Paulus hat oder hatte, ist immer noch heute wirksam. Die Orte, wo wir wohnen, dort, wo wir arbeiten, dort, wo wir in die Schule gehen, dort, wo wir sind, unser Leben machen, uns unterhalten, Sport machen. All diese Orte, die reden zu uns. Wir müssen einfach genug lang stehen bleiben und genau zuhören. Ob es eine Siedlungskommission ist, Elternrat, Quartierverein, Fitnessstudio, Tennisclub, was auch immer das ist. Ich glaube, es sind Orte, wo Gott möchte, dass wir uns involvieren. Dass wir zuhören, was dort passiert, was dort geredet wird, was dort erzählt wird, damit wir verstehen, was die Anliegen sind von der heutigen Zeit. Nur so können wir auch dann spezifisch ein Sagen sein für Leute. Der Paulus hat die Stadt Athen so fest geliebt, dass er sich Zeit genommen hat, um langsam durch die Gegend zu laufen, durch die Stadt zu laufen von Athen, bevor er sein Maul aufgemacht hat und voller Klarheit auch predigt hat. Und der Punkt ist, wenn wir gute Zuhörer sind, dann werden die Leute vielleicht auch uns suchen, vielleicht auf uns zukommen, wenn sie Hilfe oder Ratschläge brauchen. Und eventuell werden wir auch die Möglichkeit bekommen, ihnen von unserer Glaubensreise zu erzählen. Und vielleicht fragst du dich, hey, ich möchte das machen. Ich möchte wirklich zuhören. Ich möchte langsam durch die Gegend laufen. Ich möchte wirklich alles aufnehmen, was da passiert, in meiner Stadt, in meinem Quartier, dort, wo ich arbeite. Aber wie sieht das denn aus? Vielleicht einfach ganz kurz ein paar praktische Punkte. Du kannst eine Haltung haben von Neugier. Sei neugierig. Frag persönliche, offene Fragen. Eine Frage, die ich liebe, ist: Was ist deine Geschichte? Oder erzähl mir, wie du in dieser Stadt gelandet bist. Erzähl mir über die verschiedenen Stationen von deinem Leben. Und wenn sie fertig geredet haben, dann stell nochmal eine Frage. Und eine Frage und eine Frage. Und lass einfach zu. Du kannst auch ein aktiver Zuhörer sein. Du kannst mit dem Kopf nicken, oder? Du kannst es so machen. Du kannst reagieren. Du kannst sagen: Wow, das habe ich noch nie erlebt. Was auch immer das ist. Aber zeig Interesse. Zeig Empathie, Mitgefühl. Halt Augenkontakt mit den Leuten. Hey, mit den Masken ist das gar nicht so schwierig. Das ist das Einzige, was du siehst an meinem Gesicht. Schau in die Augen. Du kannst Ablenkungen auch loswerden. Schau nicht einfach auf dein Nattel,
wenn dir jemand erzählt oder ja, wenn du ein SMS musst schreiben, hey, schreib das zuerst und dann gang auf jemanden zu, geh reden. Du kannst auch zuhören, ohne zu verurteilen, wenn dir jemand etwas im Vertrauen erzählt. Sag nicht, hey, was? Bist du schon wieder betrunken gewesen? Du Sünder, wie hast du das können machen? Ich bin so enttäuscht von dir. Hey, mach das nicht. Ohne Vorurteil, ohne Verurteilen. Lass einfach zu und dann wirst du auch vielleicht auch mehr von der Geschichte hören. Du kannst auch nur zuhören, ohne einen Output zu erwarten. Sag den Leuten nicht einfach, was sie sollen machen. Schnell zum Hören, langsam zum Reden. Vor allem, wenn du wirklich das Gefühl hast, dass du die Antwort hast, oder? So oft haben wir die Antwort. Und wir wollen gerade die Antwort zeigen und sagen, hey, das machst. Wenn du das machst, dann wird dein Leben besser. Aber hey, gib den Leuten zuerst Raum. Den Raum, den sie brauchen. Und so kannst du auch ein Segen sein, wenn du gut zuhörst. Gehen wir doch kurz zurück zu der Story von Jesus und vom blinden Mann. Jesus fragt ihn, was möchtest du, oder? Und er sagt, ich möchte wieder sehen, und er wird geheilt und er sieht wieder. Aber was passiert denn? Im Lukas 18, 43 steht, im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Jesus hat sich Zeit genommen, nicht nur um ihn zu heilen, nicht nur um ein krasses Wunder zu machen vor allen Leuten, sondern auch, um für ihn einfach da zu sein. Es war nicht einfach ein heiliges Wunder und tschüss, sondern es war der Start von einer Beziehung, von einer Freundschaft. Wir lesen hier, dass das auch sogar zu der Nachfolge geführt hat. Der Mann hat dann Jesus nachfolgen. Und was mich am meisten begeistert vom Schluss dieser Geschichte, ist, dass nicht nur der Mann Jesus oder Gott dankt hat, sondern die ganze Menschenmenge, die die Heilung erlebt hat, hat dann Gott alle Ehre gegeben. Und alles hat angefangen, weil jemand, in dem Fall Jesus, einfach stehen geblieben ist, sich Zeit genommen hat und zugelassen hat. Hey, das sind Sachen, die ich glaube, jeder von uns kann machen. Das ist jetzt nicht komplizierte Wissenschaft. Das kann jeder von uns, egal wo wir sind, machen. Church, jeden Tag kommen wir mit Leuten in Kontakt. Vielleicht Leute, die wir schon lange kennen. Vielleicht Leute, die neu zu uns sind. Aber lass uns Leute sein wie Jesus oder wie der Paulus, die einfach ihre Ohren aufgemacht haben für ihr Umfeld und gesehen haben, wie Gott sie gebraucht hat und auch Lebensveränderung gebracht hat. Ich glaube, das ist das, was Gott durch uns machen möchte. Diese Woche habe ich mich an ein paar Momente erinnert von meiner Glaubensgeschichte. Und es ist mir vor allem ein junges Ehepaar in den Sinn gekommen von der Church, wo mich immer wieder zu sich heim eingeladen hat, als ich in die Church gekommen bin, als ich noch nicht im Glauben war. Und ich habe wirklich gefühlt, 100 Mal habe ich abgesagt, dem jungen Ehepaar. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, wenn du mich so oft einlässt, dann, okay, dann komme ich mit, ist gut. Und dann bin ich zu ihnen heim nach dem Gottesdienst. Sie haben etwas mega Einfaches gekocht, glaube Spaghetti mit irgendeiner Soße. Und dann haben wir einfach gegessen. Und sie haben meine Geschichte gehört. Sie haben sich Zeit genommen für mich. Und wir waren in dieser coolen Altstadtwohnung. Ich war mit ihnen. Und es war wirklich einfach eine offene Atmosphäre. Und sie sind mit dem Grund, warum ich dann zum Glauben gekommen bin. Einfach, weil sie mich eingeladen haben. Nicht geistlich in dem Sinn, sondern einfach etwas Praktisches eingeladen, an den Tisch, zusammen gegessen, Geschichte gehört und einfach das Leben teilt. Ich glaube, Church, wir leben in einer ganz speziellen Zeit, wo Leute Fragen haben über das Leben, über Zukunft, über Hoffnung, vielleicht über Gott. Lass uns gerade in dieser Zeit die Leute sein, die eine offene Tür haben, für alle. Lass uns Leute einladen zu uns heim
Leute einladen in die Church, Leute einladen zu einem Kaffee. Und dann lassen uns auch staunen, wie Gott uns braucht, gerade in dieser Zeit. Und ich möchte am Schluss von dieser Predigt für uns alle beten. Vater im Himmel, danke. Danke, dass du uns berufen hast zu dieser Zeit, in der wir leben. Und danke, dass du uns Leute geschickt hast, die mit uns unterwegs sind, vielleicht am Arbeitsplatz, am Arbeiten, in der Schule, in der gleichen Klasse sind, in der Nachbarschaft, in den Quartier sind, in den Städten sind, wo auch immer, dass wir uns bewegen, gibt es Leute, die du uns zur Seite geschenkt hast. Und Vater, ich bitte dich, dass wir unsere Augen, aber vor allem unsere Ohren fangen auf aufmachen, um wirklich zu hören, was Gott in den Leben von diesen Leuten ab. Was passiert in diesen Leben? Was gibt es für Fragen? Was gibt es für Anliegen? Was gibt es für Sachen, die sie brauchen, sodass wir auch spezifisch können ein Segen sein für sie? Und Vater, ich bitte wirklich, dass du uns Gelegenheiten gibst, um auch vielleicht auch unser Maul aufmachen und auch Sachen sagen, nachdem dass wir eine Freundschaft aufgebaut haben. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns brauchst in dieser Zeit. Brauchst, um Leute einladen, zu uns heim, zum zusammen miteinander essen, zum in die Church. Lass uns wirklich eine Church sein, wo Leute einlädt, wo offen ist für andere Leute, dass wir wissen, dass es nicht nur um uns geht, sondern dass es geht, oder dass es darum geht, dein Reich zu bauen, dort, wo wir sind. Danke, Jesus. Und wir loben und wir preisen dich. Amen. Amen. Snow shadow, you won't light up. Mountain, you won't climb up. Coming after me. Snow wall, you won't kick down. Loud, you won't tear down. Coming after me. Snow shadow, you won't light up. Mountain, you won't climb up. Coming after me. Snow wall, you won't kick down. Lie, you won't tear down. Coming after me. Danke, Werner, für die Hammer-Message. So cool, so ermutigend. Hey, wenn du mit uns in Kontakt bleiben willst, dann kannst du auf die Webseite gehen, findest du dort Formular, wie das möglich ist. Außerdem glauben wir als Church an den Teil vom Zehnti, als Gäh, dass das ein wichtiger Bestandteil ist. Du wirst auch gleich einblendet ein paar Infos bekommen, wie du kannst gehen, wie du kannst uns als Church unterstützen. Jawohl. Und etwas Neues, die wir jetzt tun oder am Abklären sind, ist, wir planen ein Microchurch in Luzern. So cool. Und so, wenn du in der Gegend wohnst von Luzern, wenn du Leute kennst von Luzern, die eventuell Interesse haben, herauszufinden, was wir vorhaben. Wir haben ein Interest-Meeting am Sonntag, 17. Oktober. Dann schreib uns. Es ist wirklich eine spannende Glaubensreise, mit was wir vorhaben mit Luzern.
Genau, und jetzt zum Schluss bleibt eigentlich nur noch übrig, like und subscribe, dass du auch ja nicht von uns verpasst. Jawohl. Hey, eine ganz gute Woche und wir sehen einander bald. Tschüss zusammen. Ciao.